Urs Brändli, ich habe zuerst 4 Einstiegsfragen und dann nachher, wenn wir nacheinander die Themen abhandeln vom Pflanzenbau, Tierhaltung und allgemeine Themen rund um Bioswiss. Gerade die erste Frage. Seit 2019 ist der Marktanteil von Bioprodukten in der Schweiz ungefähr bei 10%, oder gerade über 10%. So, und er pendelt immer etwas um die 10%. Dazu kann man eigentlich auch gratulieren, 10% ist eine stolze Zahl. Andererseits träumt ja aber Bioswiss schon lange, dass es mehr als 10% sind. Jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Bist du ein Träumer? Nein, ein Träumer nicht, im Gegenteil. Ich bin ein ziemlicher Realist. Aber ich glaube, wenn wir keine Träume und keine Visionen hätten in unserem Leben, dann wäre es auch ein bisschen ein armes Leben. Die 10%, die sind, wenn wir ein bisschen zurückschauen, eine schöne Zahl, weil seit 2010 haben wir den Marktanteil fast verdoppelt. Also in den letzten 9 Jahren, können wir sagen, haben wir da einen sehr schönen Zuwachs gehabt, einen kontinuierlichen Zuwachs, nicht einen Boom, wo nachher dann irgendwann wieder der Absacker kommt, sondern ein regelmäßiges, ein nachhaltiges Wachstum, kann man sagen. Und wenn wir natürlich noch anschauen, warum sind 90% der Konsumentinnen und Konsumenten immer noch, warum essen die nicht oder kaufen sie nicht Bio? Oder warum ist dort der Anteil immer noch so hoch? Wir haben im Verkaufsgestell, im Regal, haben wir ein bisschen unfairen Wettbewerb. Je billiger ein Lebensmittel ist, umso höher ist in der Regel sind die externen Kosten, von einem, wo ein Lebensmittel dann auch generiert. Und das können Kosten sein, wo die Aufbereitung von Wasser, wo Wiederinstandstellung von Natur, also ganz verschiedene Sachen, da gibt es verschiedene Studien und Berechnungen. Also der unfaire Wettbewerb, der hindert natürlich viele Leute, um auch bei Bioprodukten zuzugreifen. Aber ist es nicht auch so, dass die restlichen 90%, dass die vielleicht einfach resistent sind, dass die sich gar nicht interessieren um Bio oder dass sie vielleicht auch das Geld nicht haben, das kann es nicht, kann es ja auch sein, einfach, dass sie vielleicht einfach kein Verständnis haben, stoßen ihr da an eine Decke, ist das 10%, ist das so? Oder? Nein, absolut nicht. Ich bin überzeugt, oder das ist so meine persönliche Wahrnehmung, ich glaube etwa 25-30% der Bevölkerung will und kauft sehr oft verantwortungsbewusst ein. Und dann haben wir aber wahrscheinlich 25% am anderen Ende der Skala, denen ist alles egal. Und zumindest drin, 50% ist eine Masse von Konsumentinnen und Konsumenten, die sich einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger überzeugen lässt. Also dass der Zuspruch eigentlich grösser ist als 10%, haben wir jetzt auch in der Corona-Krise deutlich gesehen. Jetzt sind plötzlich Bioprodukte gelaufen wie verrückt. Das ist uns natürlich in verschiedenen Märkten auch zu gut gekommen. Warum ist der Absatz plötzlich viel höher gewesen? Weil die Leute daheim konsumiert haben. Auswärts in den Restaurants, in der Gastronomie, Gemeinschaftsgastronomie, ist das Angebot an Bioprodukten sehr spärlich. Und die Leute kaufen also, wenn sie daheim konsumieren, kaufen sie Bio. Und jetzt haben sie die ganze Zeit müssen daheim essen. Und haben plötzlich viel mehr Bio konsumiert worden. Also man könnte davon ausgehen, dass man da jetzt in Zukunft, dass der Trend weitergeht. Und wir sind eigentlich auch happy, wenn wir wirklich, wir müssen nicht die grossen Gründe machen, sondern ein kontinuierliches, stetiges Wachstum. Und dann, wenn wir dann bei 25% sind, dann schauen wir wieder weiter. Ich habe jetzt gerade anders zusammengerechnet, 25% plus die 50% unentschieden, 75%, also doch ein bisschen Träumer. Nein, ich glaube, also ich estimiere auch den Kollegen, also zum Beispiel IP-Swiss, die machen auch nicht alles falsch, oder? Und auch IP-Produkte sollen am Markt ihren Absatz haben. Sie sind ein bisschen preisgünstiger, bringen nicht ganz all die Mehrwert, die Bioprodukte bringen. Und darum, ich glaube, wenn wir miteinander dann die 75% können abdecken, dann haben wir eine 100% nachhaltige Produktion in der Schweiz. Die Bioswiss macht ja Intensivwerbung, aber immer heile Weltwerbung. Also mir kommt es ein bisschen vor wie ein Heidi-Film. Übrigens genau gleich wie Coop, Migros und die anderen Detailisten auch. Wieso erklären ihr den Konsumenten nicht, wie es wirklich läuft auf einem Schweizer Bauernbetrieb? Ist das den Konsumenten nicht zuzumuten? Also zuerst einmal, unsere Produzenten sagen das auch immer wieder deutlich. Sie wünschen eigentlich auch, dass realistische Bilder vermittelt werden in der Werbung. Jetzt müssen wir aber auch
gesehen. Also die Werbung ist eine fiktive Sache letztendlich. Ein Fleischkäufer will eigentlich auch nicht Bilder aus dem Schlachthof sehen, sondern er will Bilder sehen, wo die Tiere vorher irgendwo auf der Weide gestanden sind, ob es das stimmt oder nicht. Oder? Das will er sehen. Und das heisst, in der Werbung präsentiert sich jeder im Sonntagskleid. Jetzt einmal angenommen, Bioswiss würde bei den Eiern Werbung machen mit einem Stall von 2000 Hühnern und im anderen Spot nebendran läuft das konventionelle Huhn in die Migros rein und legt das Ei direkt in die Schachtel. Ja, was spricht nachher die Leute mehr an? Ich glaube, die bewussten, die realistischen Käuferinnen und Käufer, die wissen, was die Realität auch ist. Und die anderen Wendestücke können einfach auch verführt werden. Also ich glaube, da müssen wir ein Stück weit halt auch mit dem Spiel, das da in der Werbung gespielt wird, auch mitspielen. Ihr verkaufen ja mit Bioswiss, auch mit der Knospe, auch das Stichwort Nachhaltigkeit. Das ganze Nachhaltigkeit hat so nach meinem Verständnis eigentlich drei Komponenten. Es sind einerseits eine ökologische, dann eine ökonomische und dann eben die soziale Nachhaltigkeit. Und das ist jetzt mein persönliches Gefühl. Ich habe das Gefühl, bei Bioswiss kommen die letzten zwei Komponenten eher zu kurz. Also, dass die Landwirtschaft mal primär im Bereich Anbau, also in der Natur und Umwelt tätig ist, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und darum ist der Bereich Ökologie, das ist sicher Kernkompetenz von der Bioswiss. Wir haben aber, das habe ich gerade einmal kurz nachgeschaut, das sind doch 5 Seiten zum Beispiel in unseren Richtlinien, die sich dem Thema soziale Anforderungen widmet. Also es ist nicht so, dass die sozialen Anforderungen bei uns irgendwo vergessen gingen. Und wenn wir anschauen, jetzt den Prozess, den wir dieses Jahr machen, mit den Produzenten zusammen, Bereich Marktbetreuung, wenn wir dort schauen, wir haben auch in der Richtlinie, sind faire Handelsbeziehungen sind festgeschrieben, wie man muss vorgehen muss, dass das eben soll auch fair bleiben. Also wir geben sämtliche Komponenten die bilden wir ab und versuchen, die, denen auch nachzuleben. Wir haben 2018 abgeschlossen 180 oder 185 Betriebe, wo wir dann bis 2018 mit einer Smart-Analyse, Nachhaltigkeitsanalyse haben ausstatten lassen. Und dort drin, logisch, im Bereich Ökologie haben Biobetriebe sehr gut abgeschnitten, aber auch im Bereich Ökonomie und Soziales haben sie sehr gut abgeschnitten. Und was dort dafür spricht, ist, wenn wir jetzt auf die Ökonomie gehen, dann ist es sicher die Rückverfolgbarkeit, die Kontrolle, die natürlich stattfindet, die Transparenz, die vorhanden ist. Regionale Verankerung wird als hoch angeschaut oder bewertet. Und dass die Lebensmittelsicherheit, die Lebensmittelqualität wird als sehr gut beurteilt. Das findet man dann am Schluss letztendlich auch wieder, wenn es Label-Ratings gibt von Konsumentenstiftung PUSH, WWF. 2015 war die letzte. Und dort haben die Labels, die Knospen als Grundlage haben, haben alle mit ausgezeichnet abgeschlossen. Also das ist eine hervorragende Bewertung. Jetzt, wenn wir den Bereich Soziales noch anschauen, dann haben wir, wie gesagt, auch der Teil ist bei uns relevant. Im Smart haben wir dann, und das freut mich vielleicht persönlich fast am meisten, dass die Lebensqualität auf dem Biohof als sehr gut beurteilt worden ist von diesen 185 Betrieben. Weil ich glaube, das ist etwas, was heute nicht überall selbstverständlich ist, aber ein Wert, der einfach für die Bauern enorm wichtig ist. Also nicht nur für die Bauern, aber gerade in der Landwirtschaft, eben weil es nicht selbstverständlich ist, ist es einfach ein Wert, der mich persönlich sehr freut. Dann ist die soziale Sicherheit, also beziehungsweise wir haben als Beispiel jetzt auch da die Petition von der Schweizer Bäuerinnen und Landfrauen unterstützt, als eine von den wenigen Verbänden. Aber wir haben ganz klar gesagt, mal, wir wollen, also Gleichstellung ist auf den Höfen eben auch schon sehr hoch bewertet worden mit Smart und dementsprechend leben wir das nach. Und der Punkt, wo wir wahrscheinlich noch den grössten Handlungsbedarf haben, das sind die Höfe im Ausland. Wir haben auch dort klare Anforderungen in der Richtlinie. Die sind, wie soll ich sagen,
weit überdurchschnittlich über das, was in den Ländern vorhanden ist. Und trotzdem wissen wir immer wieder, dass es wahnsinnig schwierig ist, die auch durchzusetzen. Dort verfolgen wir jetzt die Ziele oder die Verbesserungen, dass wir das gemeinsam machen mit anderen Bioverbänden in Europa, weil wir so viel mehr Gewicht und mehr Relevanz bekommen. Da ist Bioswiss alleine dann etwa die halt einfach auch ein kleiner Kämpfer, wenn es gerade um grosse Betriebe in Almeria oder so geht. Gehen wir von der Bauernfamilie und den Mitarbeitern auf den Betrieb zu der Tierhaltung. Zuerst mal ganz eine aktuelle Frage. Wie ist eigentlich die aktuelle Lage bei den Schweizer Milchbauern, die neu in den Biokanal liefern wollen? Ist das überhaupt möglich? Ja, also wir haben jetzt die Produzenten, die Anfangsjahr auf eine Warteliste gesetzt worden sind, weil wir einfach einen grossen Zuwachs an Biomilch haben jetzt auf 2020. Haben wir gesagt, es bringt nichts und das haben eigentlich auch die Betriebe gut können nachvollziehen, die jetzt die Knospen gekommen sind. Es bringt nichts, wenn wir jetzt den Markt mit Knospenmilch überschwemmen und durch das unter Umständen das Preisgefüge unter Druck setzen. Da hat jetzt, ich habe es vorher gesagt, Corona hat plötzlich dazu beigetragen, dass der Absatz von Bioprodukten, unter anderem von Milchprodukten, deutlich zugenommen hat. Und weil die Leute eben mehr daheim konsumiert haben. Und das ist eher unerwartet, also für uns auch unerwartet gekommen, dass das jetzt so schnell gegangen ist und der Biomilchmarkt Mitte 2020 wieder einigermaßen, völlig im Lot ist er nicht, aber so, dass jetzt die Bauern haben können aufgeschaltet werden, also die haben nicht mehr 12 Monate warten, sondern die haben jetzt im Sommerloch könnt die ihre Milch als Bio verkaufen. Wir haben im Gegenteil, beim Butter, aber das ist ja generell eine Herausforderung in der Schweiz im Moment, also auch beim Biobutter sieht es aus, wenn es ein bisschen eng werden könnte, aber ich glaube, wir bringen es wahrscheinlich her. Und Aktionen, die man zum Beispiel im April geplant hatte, hat man zurücknehmen müssen, aufgrund von Corona müssen sagen, hey, keine Aktionen machen, es wird wahrscheinlich jetzt, würde ich mal behaupten, in diesem Jahr eher keine Butteraktionen mehr geben, dass wir dafür eben auch wirklich über das ganze Jahr jeden Markt versorgen können. Aber generell, einfach will das vielleicht noch festhalten, wer auf Bio umstellen will, also grundsätzlich freuen wir uns wirklich über jeden, der diesen Schritt wagt oder in Betracht zieht. Aber es ist enorm wichtig, sich vorgängig mit den potenziellen Abnehmern oder mit den angestammten Abnehmern zu unterhalten. Wie sind die Chancen? Einer, der Milch produziert, der hat nicht, oder nur Milch produziert, der hat nicht viele Alternativen. Aber gerade im Ackerbau gibt es doch einzelne Kulturen, die an Grenzen kommen, andere, die noch Bedarf haben. Und dort ist es einfach enorm wichtig, sich gut zu informieren. Mhm. Um Milch zu produzieren, braucht es Milchkühe und mit möglichst wenig männlichen Nachkommen. Das Thema ist Spermasexing. Da ist ja Bioswiss nicht ganz so erfreut darüber. Ihr verbietet das und stattdessen werden einfach die männlichen Kälber teilweise weit transportiert, geschlachtet in einer konventionellen Grossviehmast zuerst untergebracht und dann geschlachtet. Macht das Verbot von Spermasexing heute überhaupt noch Sinn? Also wir haben ja das Thema 2015 an der Delegiertenversammlung diskutiert und es hat eine Zweidrittelmehrheit gegeben, die gesagt hat, nein, kein Spermasexing. Der Entscheid der gilt heute noch und es ist gut möglich, dass wieder einmal ein Antrag gestellt wird an die Delegiertenversammlung und dann wird man das Thema wieder diskutieren. Die Argumente von damals, die haben sich aber nicht wirklich verändert. Und die Argumente sind einerseits gewesen, dass wir brauchen im Biolandbau robuste Tiere. Wir brauchen nicht eine Spitzenzucht. Und wenn wir jetzt sagen, ja, okay, ihr mit euren Spitzenkühen, Hochleistungskühen, wo ja dann eben ein Stierkalb davon irgendwo fast nicht mehr gebraucht werden kann, nicht einmal für Fleischproduktion, wir geben euch jetzt die Möglichkeit, dass ihr könnt, mit Spermasexing einen solchen Stierkalber verhindern könnt, das wäre eigentlich ein falsches Signal. Zweitens ist, dass wir auch befürchtet, dass mit dem Spermasexing sich Genetik tendenziell noch verengt. Also dass das Angebot nicht breiter wird, sondern dass nur noch weniger Stiere zum Einsatz kommen, weil es eben dann halt viel gezielter auch passiert. Und dann sind natürlich die, wie soll ich sagen,
Wir haben mittlerweile sind via Fibel oder auch Bioswiss, wir engagieren uns, um auch Alternativen zu suchen. Also am Fibel hat man jetzt verschiedene Projekte, Mastrassentränker, wo wir schauen, wie kann man die Tränker eben von, aus der Milchviehhaltung raus, die Stierenkalber, die eigentlich nicht ideal sind, wie kann man die ideal vermesten und nachher trotzdem das Fleisch verkaufen. Dort gibt es erste Erfahrungen, die jetzt da gesammelt worden sind, erste Kanäle, die die Tiere auch anbieten. Und das Zweite, dort ist Bioswiss jetzt sehr aktiv dran, da sind wir immer noch am Suchen nach Stieren. Wir haben gemerkt, dass wir in der, für das Angebot der Stieren, die im Biolandbau eben funktionieren, die gut sind, dass dort das Angebot immer schlechter wird oder immer weniger Stiere zur Verfügung sind. Und jetzt haben wir ein Stierenprojekt gemeinsam mit Swiss Genetics. Wir machen das nicht alles selber. Wir wissen, dass wir das Know-how von denen beiziehen, die das auch haben. Und das Stierenprojekt wird jetzt vorantrieben. Also da werden die Stiere auf Biohöfen ausgelesen, die nachher unter Biobedingungen auch aufwachsen und so, dass man auch wirklich die Gewähr hat, dass der Stier, der dann die Bewertung hat, die Leistungen soll bringen, dass er diese Leistungen auch im Biolandbau bringt. Also da, ich glaube, man, auf der einen Seite eben, Spermosexing wird wahrscheinlich früher oder später wieder diskutiert werden, aber wichtig ist, dass man auch die Alternativen dazu jetzt vorantreibt und die werden immer besser. Es gibt ja auch im besten Biostall gibt's Krankheiten, zum Beispiel schmerzhafte Uterentzündungen. Und Untersuchungen zeigen, jetzt schaue ich, dass die Zahl ganz korrekt ist, dass Bio den Tieren nur in 35% Vorteil bringt, in 46% gibt es überhaupt keinen Unterschied von den Haltungsformen. Also neben Platz, Auslauf ist halt nicht zuletzt auch der Bauer selber, der Landwirt dafür verantwortlich, seit viele Landwirte sind überfordert. Was man auch versteht, also rein vom ökonomischen her, weil es einfach immer das Wasser bis zur Oberlippe fast haben, unterkante Oberlippe. Von dem her müssen wir sich fragen, lange eigentlich die Öko-, die Bio-Standard überhaupt, um eine gute, artgerechte Tierhaltung zu gewährleisten? Oder müssen wir eben nicht doch, um jetzt auf das zukommen, mehr die Sozialkomponenten auch im Bio berücksichtigen oder fördern? Also ich kann das nur unterstützen, dass Tierwohl, Tiergesundheit hat zuallererst mit der Betreuerin oder mit dem Betreuer zu tun. Also die Person, die zuständig ist für die Tiere, die hat die grösste Auswirkung. Also die kann frühzeitig reagieren oder die kann durch eine falsche Reaktion etwas auslösen und. Ich glaube, das ist unbestritten. Das ist unabhängig vom Produktionssystem. Dann haben wir aber doch ein paar Aspekte, die durchaus für den Biolandbau sprechen. Also im Biolandbau müssen die Tiere mehr Platz haben. Sie müssen zum Beispiel wirklich im Sommer müssen die Kühe oder das Rindvieh 26 Tage mindestens pro Monat müssen sie in Auslauf, im Winter auch mit dreimal, also sie müssen es rauserfüllen. Sie sind weniger wir haben eine weniger intensive Produktion, sprich weniger Kraftfutter. Kraftfutter tut doch einiges auch, also eine intensive Produktion, da ist so ein Spitzentier, ist wie ein Spitzensportler, immer ein bisschen auf der Kippe, oder? Mag ich es noch verleiden, die Spitzenleistung bringen, oder gibt es einen Ermüdungsbruch? Und bei der Kuh ist dann halt vielleicht eine Ketose oder irgendetwas, wo einfach, weil es das Spitzenniveau auch immer eine gewisse Gefahr bedeutet. Und der grösste Widerspruch, glaube ich, in der Tierhaltung ist wahrscheinlich der, wo man ein bisschen sagen muss, wir haben auf der einen Seite Freilandhaltung. Freilandhaltung ist sicher das ist sicher etwas, was sehr gut ist für Tiere generell. Wo man es dann vielleicht ein bisschen, wo es ein bisschen schwieriger wird, ist mit dem Laufstall. Braucht es jetzt einen Laufstall oder nicht? Für das Tier ist oder muss ich so sagen, für das Tier ist die Stallhaltung oder das Aufstallsystem eigentlich auch wieder eher sekundär. Ein guter Abendstall ist für das Tier wahrscheinlich besser als eine schlechte Haltung in einem Laufstall und umgekehrt. Darum im Moment läuft bei uns keine Diskussion, ob da zum Beispiel auch Laufstallpflicht sollte kommen. Aber es ist eine Diskussion, die wir führen müssen, weil wir in diesem Bereich auch ein Stück weit die Erwartungen der Konsumentinnen und Konsumenten haben. Und die geht schon in die richtige Freiheit für die Tiere.
Freiheit für Tiere, also Freilandhaltung, das ist ja eine zwiespältige Sache. Also da gibt es einen Zielkonflikt, ja auch für Bioswiss, zwischen der Freilandhaltung und der ganzen Klimagasemissionen. Wie wollt ihr das lösen? Wie geht ihr damit um? Also, wie gesagt, das ist etwas, wo mir ein Stück weit auch eigentlich ganz ähnlich, da sind wir ja im gleichen Boot wie konventionelle Kollegen auch. Und wir wollen eigentlich Freilaufstall fördern. Ich glaube, dort ist im Moment auch die Wissenschaft dran, die Forschung ist dran, um System zu finden, wie kann man die Freilaufstallhaltung eben trotzdem weiterführen, zum Wohl der Tiere, aber dass weniger Methangas oder Ammoniak freigesetzt wird. Ich habe in Däniken gibt's so ein Beispiel, wo es da mit Lichtwasser, mit Befeuchten von den Böden und dass dann der Harn auch schneller abfließt, ins Gülleloch abfließt und. Also da gibt es Entwicklungen. Da sind wir eigentlich alle zusammen. Das ist bio wie auch konventionell, sind wir darauf angewiesen, dass die Forschung uns da Lösungen bringt. Freilandhaltung aber, also die Weide. Also auf der Weide aussen ist natürlich aus meiner Sicht absolut das Optimum. Also dort kommt die Kuh, deponiert ihre Ausscheidungen. Und zwar nicht überall am gleichen Ort, sondern in der Regel ist das schön verteilt über die Fläche. Das geht in der Regel sehr schnell im Boden rein. Gerade der Harn sowieso geht sehr schnell im Boden rein. Der Kuhdreck wird nachher von den Fliegen zersetzt, von den Würmern und. Also ich glaube, die Belastung dort, wenn Grünland genutzt wird, wo ja wir als Mensch sowieso für uns nicht nutzen können, sondern da braucht man ja den Wiederkäuer. Grünland genutzt wird, durch Tiere direkt und der Kot auch auf den Flächen ausgebracht wird, das ist erstens sehr effizient und zweitens, wenn das nicht mehr klimaverträglich ist, dann haben wir ein grosses Problem mit der künftigen Ernährung. Es gibt nochmal einen Zielkonflikt bei einer anderen Tierart, nämlich beim Bruderhahn, also bei den männlichen Küken. Das ist ein Zielkonflikt zwischen Ethik und Ressourceneffizienz. In welche Richtung will Bioswiss da gehen? Ja, das ist wirklich, also es hat einmal jemand gesagt, wir haben zwei Seiten. Und auf der einen Seite haben wir die Leute, die heute sagen, ja, die herzige Bibel, das darf man nicht, die einfach jetzt denen das Licht ausblasen, das ist nicht ethisch nicht vertretbar. Das ist sehr charmant formuliert, Schredderer. Wie auch immer. Und dann haben wir die andere Seite und sagen, ja, also wenn wir jetzt die Gückeli da, wo ich habe jetzt so Bruderhähne auch schon gesehen, ich bin mal in Österreich gewesen, gehe die anschauen. Das ist genial, wenn man die sieht, da über die Wiese nie fielen. Das ist nicht so wie ein Mastbulle, wo viel zu dick ist und sich nicht mehr bewegen kann, sondern die haben Drang, die haben Energie, die gehen, oder? Das macht Spass, denen zum Zuschauen, aber wenn man nachher dann noch so ein Poulet auf dem Teller hat, dann sieht man, dass da nicht viel Fleisch dran ist. Und dann kommt die andere Seite von der Ethik und sagt, Moment mal, jetzt brauchen wir Ackerfläche, um die Tiere zu füttern, die eigentlich äußerst ineffizient sind, einen sehr schlechten Verwertungsindex haben vom Futter. Und nur einfach, weil das Bibeli einen Jö-Effekt auslöst bei den Konsumenten. Und wir haben ja ethisch genau das gleiche Problem, dass man vielleicht an einem Kind, also wenn es jetzt noch mit Soja aus Brasilien gefuttert wird, das Bulle, dann ist das vielleicht dort auf einer Fläche gewachsen, oder ist das Futter auf einer Fläche gewachsen, wo der menschlichen Ernährung können dienen. Wir werden bei uns, wird Inovo, also das heisst Früherkennung im Ei, da werden wir darüber debattieren können, dann, wenn wir wissen, welche Methode setzt sich durch. Wir werden dann schauen, ist sie bioverträglich, biokompatibel oder nicht. Wir sind seit mindestens 6 Jahren intensiv daran, zusammen mit dem Fibel immer wieder zu schauen, was kommt. Da ist sehr viel Geheimhaltung hindurch. Man hört nur immer gerade wieder ein bisschen etwas. Ich weiss es noch nicht, ob die Methode dann kommen wird, die biokompatibel ist. Wir haben auf der anderen Seite aber eine gute Entwicklung auch Richtung Zweinutzungshuhn. Das ist auch nicht ganz so effizient wie ein Poulet, also ein Huhn, das für Fleisch oder für die Eierlegung gezüchtet wird. Aber es ist wie beim
Milchvieh letztendlich auch, eine Zweinutzungskuh, die am Schluss auf dem Biobetrieb sehr gut funktioniert. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Weg vom Biolandbau nicht von heute auf morgen und nicht innerhalb von 2 Jahren, aber vielleicht innerhalb 10, 15 Jahren in die Richtung könnte gehen und man sagt, unter Umständen vielleicht sogar in Ovo für eine gewisse Zeit, aber ganz bewusst sagen nein und ab dann wollen wir mit dem Zweinutzungshuhn funktionieren. Da gibt es erste Erfahrungen, gute Erfahrungen, 3-4 Betriebe mindestens in der Schweiz, die das jetzt auch für Grossverteiler schon anbieten. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre ein guter Weg, der zu Bio sehr gut passen. Ich habe jetzt mit dem Bruderhahn schon ein bisschen auf das Glatteis geführt und jetzt kommt es auf das ganz dünne Glatteis. Nochmal Geflügel, Schweizer Bio-Küken haben ja bis vor ein paar Monaten, bis Ende 2019, sind die flächendeckend geimpft worden mit dem Impfstoff Vaccitec. Der ist gentechnisch verändert, das ist eigentlich Pfui bei Bioswiss, schützt aber halt vor einer Geflügelseuche, wo sinnvoll ist, dass man den Impfstoff eben einsetzt. Das Problem ist, dass der Impfstoff lässt sich ja nachweisen über die Schlachtung bis zum Schluss zurück quasi zum Konsument. Ihr habt ja wollen, den Impfstoff sogar bis 2024 zulassen wollen. Das ist jetzt aber abgesagt worden. Das war ein Clinch zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern von Bioswiss. Eigentlich ist da der Vorstand ziemlich inkonsequent. Ja, der Vorstand ist einfach 2017 ist das gewesen, vor der Frage gestanden. Wir hatten hier einen Betrieb, wo Tausende von Tieren verloren haben. Ich war selber auf so einem Betrieb im Emmental und der hat mir erzählt, dass es am Morgen haben sie in der Familie und zusammen mit dem Stift fast gelöselt, wer muss jetzt heute Morgen die toten Tiere zusammen sammeln. Und man hat gemerkt, dass es auch auf Betrieben, die das erste Mal Tiere eingestellt haben, also ganz frisch angefangen haben mit der Bullemast, Bio-Bullemast, schon zu Mekomboraversuchungen gekommen ist. Hat man sich eigentlich nicht können erklären, man hat einfach gemerkt, das geht über die Luft. Und dann ist der Vorstand da einfach vor der Entscheidung gestanden und gesagt, Moment, jetzt haben wir auf der einen Seite unser eigenes Regelwerk. Bioswiss ist die einzige Organisation, auch im ganzen Biolandbau in Europa, wo Gentech veränderte Medikamente nicht zulässt. Sonst ist es überall, das ist auch die Bioverordnung, hat das auch zugelassen. Darum hat der Bund immer gesagt, ihr habt ein Problem. Die Bioverordnung hat kein Problem. In ganz Europa haben Bioverbände kein Problem. Das habt ihr euch selber auferlegt. Und da hat dann der Vorstand müssen abwägen und sagen, unsere Richtlinie gegen Tierwohl. Wenn man das nicht gemacht hätte, damals, und gesagt hätte, Vaccitec bleibt verboten, Richtlinie, dann wären wir eine Woche später nicht wegen Vaccitec in den Medien gewesen, sondern weil wir Tiere leiden lassen. Also wir haben eigentlich gar nicht gewinnen können. Und dann haben wir in dieser Situation einfach gesagt, Moment, das Tierwohl ist aus unserer Sicht, das ist nicht vertretbar, aber wir sind überzeugt, dass auch eine Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten gleich würden entscheiden in dem Moment. Und dann ist es darum gegangen, ja, wie kommen wir jetzt aus dieser Situation raus? Wir haben gewusst, wenn das Verbot kommt, wo jetzt auch an der Vaccitec wieder verboten wird, nach 2 Jahren, es wird wahrscheinlich managebar sein, aber es kann da und dort wieder zu Ausbrüchen kommen und das wird für einzelne Betriebe kann das wieder schlimme Auswirkungen haben. Darum war unser Vorschlag auch, hey, stufenweise, langsam und gebt die Möglichkeit, dass wenn es da oder dort noch nötig ist, dass man das Mittel noch mal einsetzen kann. Das hat die Delegiertenversammlung nicht wollen. Unsere Kommunikationsabteilung hat gejubelt, weil es ganz klar ein Entscheid ist, wo man auch gut kommunizieren kann. Aber eben, ja, also, da sind wir einfach drin in dem Spannungsfeld zwischen der Ethik und zwischen der Realität. Und die ist, das ist nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, der richtige Entscheid zeigt jetzt auch das Beispiel. Da kann man von der einen oder von der anderen Seite wird man nachher kritisiert. Urs Brändli, merci vielmals für das Gespräch. Danke auch.